So, hier ein kurzer Eindruck von der Westküste. Gar nicht so weit weg von uns, vom Reitika. Nur das ist an der Ostküste. Wir befinden uns hier an der Westküste. Da hinten sind zwei Menschen. Und hier sieht man den Tod vor sich. Ein falscher Schritt. Das ist ohne Witz hier eine brockelige, wackelige Angelegenheit. Da vorne sind doch Ausrufezeichen auf dem Boden. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Weil das ist hier eine asphaltierte Straße. Die kommt vom Inland quasi. Also, ne? Und führt jetzt hier weiter. Und wie man sieht, sie führt ja ins Gestrüpp, Schilf, und da war sie mal. Da sieht man, wie es weiter gegangen wäre oder gegangen war, bevor alles abgebröckelt ist und in den Abgrund gefallen ist. Schön interessant. Hier haben wir sie. Und wenn wir jetzt hier mal einmal schnell rumlaufen. Hier haben wir jede Menge Schilf. Da hinten haben wir unser Auto abgestellt. So eine halbe Minute weg von hier. So. Hier sehen wir also, kann man auch hier auch durchlaufen, aber ich habe jetzt den bequemen Weg genommen. Hier wird dezent gewarnt. Und wenn man jetzt hier einen Schritt zu weit, ich will es jetzt nicht austesten, aber dann könnte da schon ein Teil abbröckeln. Und ja. Ich glaube, das sollte man sich hier ersparen, das Risiko einzugehen. Ich gehe jetzt hier nochmal an die Spitze mit einem Fuß. Und hier sehen wir das Gesteinsgebilde. Oh, da fliegt was runter. Habt ihr das gesehen? Eine Dose ist da gerade runtergefallen. Hat sich gelöst. Glaube ich, eine Dose oder sowas. Ja. Und die Steilküste. Da unten kann man theoretisch auch baden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob man da von der rechten Seite hinkommt. Wollen wir jetzt auch nicht raus. Wasser sieht auf jeden Fall sehr klar aus. Also, wenn man da drin ist, wahrscheinlich sehr schön. Und der Strand jetzt geht jetzt nicht gerade zum Baden ein. Jetzt so alter Kiesstrand, nicht so wundervoll. Ja. Und das Mittelmeer. Heute haben wir auch super Wetter, also 25, 26 Grad sind es nochmal und pralle Sonne, wirklich keine Wolke am Himmel, nur in der Ferne. Kann man hier echt genießen.